Die erste Männermannschaft des SV Geiselter Mücheln hat ihr Heimspiel am 8. Spieltag der 2. Bundesliga Ost mit 3.623:3.747 gegen die SK Markranstädt verloren. Die Gäste stellten damit einen neuen Mannschaftsbahnrekord in Mücheln auf. Das Spiel war jedoch ein Lehrstück darin, dass ein Endergebnis den Spielverlauf manchmal nicht widerspiegelt. Zu Gast war an diesem Tag ein starker Gegner, der den Hausherren immer etwas entgegenzusetzen hatte, sie aber gleichzeitig zu Top-Leistungen herausforderte. Wer sich vom Bedauern über den frühen Rückstand der Müchelner freimachen konnte, der sah eine tolle Begegnung auf hohem Niveau. 10 Spieler erreichten ein Ergebnis von mehr als 600 Holz, darunter alle Gästekegler. Bereits nach dem ersten Durchgang lagen die Müchelner mit 53 Holz zurück. Die 566 Kegel von Andreas Fritsche waren zu wenig angesichts der guten Leistungen der Gäste. Der auf beiden Seiten starke zweite Durchgang duellierte sich auf Augenhöhe. Alle 4 Spieler lieferten ein Ergebnis jenseits der 610 Holz ab. Andreas Kühn und Reinhard Hai konnten den Rückstand in der Holzzahl nicht verringern. Er lag nach diesem Durchgang bei 47. Es war dann offensichtlich, dass hier nichts mehr zu holen war. Max Mittag und der sonstige Punktegarant Udo Volkland ließen gegenüber ihren ersten beiden Bahnen merklich nach. Am Ende stand ein Minus von 124 Holz und die Heimniederlage zu buchen. Den Hausherren bleibt zumindest die Freude über 5 Ergebnisse nahe oder über 600 Holz und die mannschaftliche Geschlossenheit, die sich Teamchef Andreas Kühn zuletzt immer gewünscht hat. Das Spiel ist vorbei. Die Geiseltaler Wölfe mussten sich leider dem SK Markranstädt geschlagen geben. Man muss aber sagen, die Gäste aus Leipzig haben natürlich ein super Spiel abgeliefert. Mit 37 Punkten haben sie den alten bestehenden Mannschaftsbahnrekord pulverisiert. Die Geiseltaler Wölfe haben versucht, im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitzuhalten. Bis kurz vor Schluss, bis zur zweiten Bahn im Schlussbar, war noch alles möglich. Aber dann haben die Markranstädter wirklich das gezeigt, was sie können und haben dann im Endeffekt verdient mit 7:1 gewonnen. Die Wölfe befinden sich nach diesem Spiel auf dem 6. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga Ost. Am kommenden Samstag, dem 9. Spieltag, sind sie zu Gast beim SV Leipzig 1910.